Ach ja, wir haben es überlebt irgendwie. Keine Ahnung, wo unsere Leute jetzt überall hier rumrennen. Die holen was zu essen bei. Ja, wir müssen die hier auch mit Essen versorgen, dass die langsam wieder gesund werden. 40 Punkte hat der, 38 hat der. Wir können's wohl schaffen. Is no longer in. Was? In. Keine Ahnung. Irgendeiner hat wohl die ganze Zeit Probleme gehabt und der hat jetzt wohl keine mehr. Haulen die jetzt hier die Depris da weg oder was? Das ist ja unglaublich. Der muss doch gar nicht aufräumen. Es reicht doch, wenn die mal was zu essen beiholen. Wir wollen ja nicht hier. Was ist nur los? Der wollte was essen. Tja, keine Ahnung. Einmal Sand, Blood of Oliver. Hat er weggetragen. Oh, hier liegt noch einer. Wir haben keine Gräber mehr. Da sollte man vielleicht noch ein Grab bauen. Structure, Buildings, da haben wir's. Grave. Tja. Sind ja nur Löcher, die wir da buddeln. Die kosten, soweit ich weiß, kein Material. Können wir mal ein paar mehr ausheben? Man weiß ja nie, für was man es noch braucht. Aha, man steht langsam auf. Die machen wieder Selbstversorger hier. Der isst mal was. Der Rudolf. Ja, wie sieht's mit Research aus? Moment, Overview. Bin noch ein bisschen irritiert. Ja, der kann eigentlich gar nicht so, ne? Der hat drei, der hat drei, der hat drei. Oh Mist, das war unser Arzt, der da platt gemacht wurde. So, Research, der soll researchen. Nix Howling machen hier, Plant Cutting, können wir auch mal runtersetzen. Da kann der ein bisschen helfen und ich würde sagen, da kann auch der ein bisschen helfen. Warden Constructing, ja, das passt soweit, denke ich mal. Ja, das ist hier so ein kleines Problem. Also wir haben jetzt wieder vier Leute, die am Leben sind. Oh, und da kommt schon wieder Raider. Geh da rein. Du da rein. Du da rein. Ach, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Die waren ja auch noch da. Wo ist denn der andere? Wir waren doch zu viert. Ach, der ist noch hier. Der ist am Forschen. Ja, dann bleib bloß da drin und forsch weiter. Nein! Die haben Rudolf angeschossen, die Hunde. Tja, das war's, der ist tot. Oh Mann. Ja, das war's. Freiwill.
Adios, Freiwill. Du geh dahin. Haben wir irgendwie eine Schusswaffe? Wir haben hier drin keine. Da müsste der jetzt sich draußen eine holen müssen jetzt. Aber draußen sind jetzt die ganzen Raider. Das macht keinen Sinn mehr, da noch Schusswaffen zu suchen. Oh. Oh, da, der liegt da und brennt. Die haben den angezündet, der hat noch gelebt. Was eine Scheiße, ey. Sag mal, was ist das hier für ein Spiel? Wie gehen die denn hier, die Raider? Wie gehen die denn mit der Bevölkerung hier um? Der liegt in Flammen. Oh, die Tür ist auf. Oh, jetzt haben sie ihn entdeckt. Rennen. Und umgekippt. Tja, das war's. Ich glaube, die sterben alle heute. Die Raider haben ihr Ziel erreicht. Ich weiß zwar nicht, was die hier klauen wollen. Sollen die 1000 Credits da nehmen, die wir haben, und sollen glücklich werden damit. Ich weiß nicht, ob es das wert war, dafür all die Leute hier zu töten. Jetzt fängt es an zu regnen, es löscht zumindest mal das Feuer. Vielleicht haben wir Glück und Oliver überlebt das Ganze, aber ich glaub's nicht wirklich. Das sieht nicht gut aus mit Oliver. Vielleicht haben wir noch Glück und einer von denen wird irgendwie von Trümmern erschlagen oder sowas. Tja, da ist der nächste gestorben von uns. Lebt der noch? Nee, dead. Der ist 100% totgleich. Der lebt noch zu 23%. So, jetzt brennt der. Das ist schön. Brenner, Brenner. Die sind so blöd. Die stehen da drin und hauen Kram kaputt. Ja. Hoffentlich verrecken die da dran, dass die hier alles kaputt machen. Wirklich, ich gönn's denen. Blöde Idioten. Was bringt das denn? Einfach nur unsere Leute da niederzumähen. Das ist das Einzige, was die wollen. Echt unglaublich. Da fällt einem nichts mehr ein zu. Ich mache mal ein bisschen schneller, dass die schneller fertig werden, weil eigentlich ist hier das Ende schon besiegelt. Von Freiwill, wir haben lange durchgehalten, länger wie ich dachte. Hoffentlich fällt so einem, der da drin rumschleicht, das Dach auf den Kopf. Wirklich, ey, komm, reiß die Wand nieder, dass die Stütze fehlt, und dann fällt dir hoffentlich das Dach auf den Kopf, du Idiot. Der gibt aber auch nicht auf, ey, wie ein Sturkopf. Ja, hau alles platt, bloß nix stehen lassen hier. Das ist Wut und Zorn. Ich würde gerne mal wissen, ey, was der geraucht hat, dass der so schlecht drauf ist. Das ist ein Marine. Nee, der heißt Marine Harris, oder? Male Pirate. Hat eine Uzi. Ja, super. Und rennt trotzdem die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand. Ich bin ein Esel, ich will hier raus. Bum, bum. Das bringt ja mal gar nichts. Was machen die denn? Einfach nur alles kaputt hauen und so, da ist der nächste verstorben. Ja, da sind sie alle tot. Everyone is dead or gone. This story is over. Tja, sei denn jemand anders findet noch Verwendung für die Zoin. Wir können also einfach Keep Watching machen.
Vielleicht kommt irgendwann, irgendwo mal irgendwann einer her, der dann der Meinung ist, er übernimmt das Ganze. Und wenn der jetzt kommt. Okay. So, und wenn die nämlich jetzt wirklich kommt, wenn wir die, also wenn die hier praktisch jetzt Mitglied würde oder sagen würde, oh cool, wir können ja hier das Häuschen nutzen für uns, da ist noch einer, der wird die wahrscheinlich auch rumliegen. Total Meschucke. So, da ist der Kollege. Mal gucken, wie er reagiert. Ob er die da sieht und ob er dann auch auf die schießt. Kleines Gewaltproblem hat er schon, würde ich mal sagen. Na, die sieht das gar nicht, dass da ein Haus ist und will auch nicht bleiben, wie es aussieht. Ja, würde ich auch nicht wollen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Guckt euch mal die Bude hier an. Total kaputt alles. Liegen die Leichen da rum. Erschreckend. Tja, wir wollten uns hier schön in den Berg graben, hier eine sichere Basis drin errichten. Hat super funktioniert, soweit kamen wir nicht mehr. Dann haben sie uns hier alles platt gemacht. Und jetzt letzten Endes sind auch wirklich alle tot. Es regnet noch ein bisschen, dann schlagen überall toll die Blitze ein. Ich suche gerade verzweifelt, ob irgendwo ein Siedler herkommt, der das hier übernimmt. Mit dem wir vielleicht dann sogar weiterspielen könnten. Aber es sieht zurzeit nicht danach aus. Tja, wird wohl Zeit, eine neue Siedlung zu gründen. Oh Mann. Ja, ich habe gedacht, wir kriegen das hin. Aber nee. Main Menu. Da wollen wir rein. Da sehen wir nochmal, dass das alles Pre-Alpha-Bild ist. Dafür läuft's verdammt gut. Eigentlich wollte ich ja Chili. Also die chillende. Kelly Classic haben, aber ich glaube, wir machen das weiter mit Cassandra. Ich hatte so den Eindruck, die war nicht so bös. So, da haben wir Shaw, der ist Commissioner, Rapier Wit, Weakness, Shooting 8, okay. Oh Gott, Hämophobik, oh Gott. No Identity. Das sieht, na, der hat zu viel Nuller drin. Also die ersten Kolonisten, die wir haben, die sollten schon so sein, dass man die auch für was gebrauchen kann. Das ist ein guter Gärtner. Das ist ein guter Researcher. Wo haben wir einen guten Doktor? Ich suche einen brauchbaren Doktor. Das ändert sich gar nichts da unten. Da steht immer nur 33333 Mining. Da haben wir jetzt einen Minenexperte, der hat aber Social Skills 0. Der ist intolerant und ja. Ja komm, ist egal. Mit denen starten wir mal. Wird schon schief gehen. Tja, Three of You Awake, okay, wunderbar. Da kommen wir wieder runter mit unseren Pots. Und dann erstmal Pause. Ja, so einfach ist das. Dann sollen sie mal hier die Metalle und Lebensmittel einsammeln, dass wir da mal direkt ein bisschen was haben, womit wir arbeiten können. Sag mal, ah, so bewegt man die Karte. Ja, mal gerade drüber gucken, mal einen Überblick machen. Da haben wir einen großen Berg. Großes Massiv, da haben wir so ein bisschen Massiv. Da haben wir so ein paar Sachen, die wir einsammeln könnten auf der Karte.
Und dann würde ich sagen, machen wir uns ziemlich schnell dran, uns hier ein Loch in den Berg zu buddeln. Ich würde sagen, das machen wir eigentlich direkt mal als erstes, oder? Also ich will nicht, dass es uns nochmal so ergeht. So, also Orders, Minen. Wie breit machen wir das? 1, 2, 3, 4. Also erstmal machen wir einen Eingang. Dann ziehen wir den Eingang entsprechend auf, würde ich sagen. So, machen wir hier einen Hauptweg. Und den sollen sie jetzt erstmal buddeln, den Hauptweg. So, dazu müssen wir hier unten wahrscheinlich noch ein paar Leute bestimmen, die dann Mining machen. Also er hier ist zum Beispiel mal der Miner schlechthin. Der muss minen. Da geht kein Weg dran vorbei. Der ist gut bei Researching. Irgendwas konnte der doch noch gut. Irgendeiner muss auch noch Doktor spielen. Du bist Doktor. Doktor und Researcher, würde ich mal sagen. Wobei Researcher vom Rest aber noch hinter Doktor steht. So, dann haben wir hier noch den Commissioner. Und der hat, was hat der eigentlich? Firefighting ist er gut. Doktoring. Ach, Moment mal, hier haben wir noch Warden. Das sollte er auch noch machen. So, was kann der sonst noch so? Construction nicht, Repairing nicht so, Crowing nicht so, Mining nicht so, Plant Cutting nicht so, Hauling nicht so, Cleaning nicht so. Sag mal, das sind andere Leute, oder? Das war doch irgendwie, war das mal anders. Die waren doch viel besser. So, Yu, unser Top-Miner, der geht minen und die anderen machen hoffentlich, was sie sollen. Ah ja, okay, die nehmen das Zeug dann mal, tragen das weg. So, hier oben haben wir auch noch Lebensmittel, die sie sich holen sollen. Da gibt's noch Metalle zu holen. Alles Trümmer von unserem Raumschiff, glaube ich, die da runterkommen. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das gut ist, dass ich die so weit schick. Ich die so weit schick, um die Sachen zu holen. Weil wir brauchen Nahrungsmittel und Baumaterial. Warum dann nicht mal einsammeln, was hier rumliegt? Solange wir Leute haben, die das tun können, ist doch alles Paletti. So, der hat sich da schon reingebuddelt. Wo treiben sich die anderen rum? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Wo treiben die denn alle rum? Ach, die buddeln da zu dritt. Aber die sind auf Erze gestoßen. Ja, irgendeiner soll hauptsächlich haulen. Ich glaube, das macht unser Commissioner. Der macht ja sonst so nix speziell Tolles. Machen wir mal Hauling 3. Das heißt, der soll hauptsächlich Sachen wegtragen, der Commissioner. Das ist gut. Er räumt das ganze Zeug da mal raus. Alles so ein bisschen provisorisch hier noch.
Und eins steht schon mal fest, diesmal gehen wir das Ganze ein ganz klein wenig anders an. So, wir haben Material ohne Ende und jetzt tigern die los und holen da hinten was zu essen, oder wie? Ja, scheinbar. Und der hault noch ein bisschen. Dass die noch fit sind, die müssen mal schlafen. Genau, jetzt machen sie es auch, jetzt gehen sie schlafen. So, schlaft. Ja, bin ich mal gespannt, ob dieser Plan aufgeht. Also wie gesagt, ich habe vor, hier drin eine Basis zu bauen. Wir haben hier genug Platz mit großer Kreuzung, mit großen Wegen, mit breiten Wegen. Wir werden hier eine Verteidigung aufbauen und werden die Verteidigung so ausbuchten und das hier alles platt machen, dass es praktisch keinen Platz gibt, sich wirklich zu verstecken. Dass die Leute, die uns angreifen, immer im Schussfeld sind, dass die keine Deckungsmöglichkeiten und so weiter mehr haben. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt. Also ich will mal auch strategisch bauen, relativ früh ziemlich strategisch bauen. So, die kommen jetzt relativ einfach voran, weil da ist kein Arzt mehr und so. Der holt auf der ganzen Karte das Zeug bei und das ist auch gut so, dass der das macht. Denn alles, was wir im Lager haben, ist im Lager. So, dann bräuchten wir, wenn ich das richtig sehe, irgendwie Batterien, Solaranlagen. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich baue da jetzt mal zwei Solaranlagen hin. Und dann regnet es auch schon. Das ist jetzt schlecht. So, dann bin ich mal gerade am Gucken. Eigentlich wollte ich ja Schluss machen. Ah, okay. Da will ich eine Tür reinbauen. Will ich hier oben Batterien hinmachen. Und hier so ein Ding dahin bauen. Dass wir was zu essen kriegen. So, und da bin ich dann wirklich mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Also sprich, wir wollen jetzt hier so ein Notbehelf bauen. Das ist also nur ein Notgebäude. Denn eigentlich soll das hier drin die Basis werden. Und wir bauen da jetzt mal was auf und hoffen, dass wir da so gut mitfahren, dass wir damit Spaß haben können. Ich bin mir da noch nicht so 100% sicher. Ob das wirklich alles so Bingo-Bingo ist, was ich hier tue, aber das wird man dann sehen. Und dann werden wir das Ganze auch strategisch angehen, also dass uns nicht wieder Raider überrennen, werden wir hier dann auch Umbaumaßnahmen machen ohne Ende. Na, das gefällt mir schon mal gut hier, aber ich habe das vor, noch ein bisschen anders zu machen. So, Baumaterial haben wir genügend, Essen haben wir auch einiges. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung.
Dann hoffe ich mal, dass die Nacht noch gut überstehen und dass wir dann beim nächsten Mal hier kräftig weitermachen können.